Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fear. Eigentlich kann man das ja schon Let's Change nennen. Ja. Der, Bjarne ist wieder da, der KB oder Kenny, wie auch immer, kommt gleich wieder. Hallo. Das war Bjarne. Ja, das kennen wir ja schon. So, da kam sie als erstes raus, richtig? KKB ist gefailed. Ja, jetzt können wir schon weit sein. Ja. Die kam erster, ne? Alter, fickt euch! Ja, verdammt! Oh Mann! Und das war Kenny. Also beim ersten ist es ja noch ganz easy eigentlich. Ja, nur eine. Oh, falsche Richtung. Ja, aber da kannst du dich auch direkt vorstellen und bam. Da sind aber gleich zwei, so ein verdammter. Wo waren das? Warte, wir haben doch Minen. Stimmt. Geil. Ja, wie macht man die noch? Ich weiß nicht, ein paar wechseln. Nee, fünf. Ah. Wo waren das? Von hier kommen wir, ne? Ach ja. Da längs, glaube ich. So. Hier? Nee. Aber ich habe was. Ich bin, glaube ich, den anderen Weg rum, ja. Mach klar! So. So. Bam. Bam. Da kommen die nächsten. Oh fuck. Oh. Ist der auch tot? Nee, ist er nicht. Ich wusste es. Ja. Ich hasse diese Viecher. Aber der müsste eigentlich voll geschadet worden sein von der Mine gerade. Nee, nicht wirklich. Die halten so scheiße viel aus, die Viecher. Nee. Doch. Oh! Das hast du jetzt gemacht. Darf ich die wieder mitnehmen? Ich hab Angst. Du bist allein? Erstaunlich, dass du so lange überlebt hast. Ich habe Angst vor meiner eigenen Mine. Boah, 75 Schuss auf jeden. Und tschüss. Wir sind durch. Geht nicht. Doch, geht. So. Dann tausche ich jetzt zu der aber. So, ab geht's. Zeigen Sie uns, wo diese Geisel ist? Ja, ja. Ah, la 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 la. Was? Ich habe kein Wort verstanden von ihm. Flower Power. Alter, bleib stehen! Du hast eine Bombe um dich rum. Ganz recht. Keine Sorge, alles wird gut. Schaffen Sie mir das Zeug vom Leib. Bitte. Freundlicher, ja? Profi verkabelt. Soll ich mich jetzt etwa besser fühlen? Er ist vielleicht Profi, aber ich bin Meister. Feueralarm! Er wurde in einem Security-Büro auf dieser Etage ausgelöst. Schalten Sie ihn aus, damit die Aufzüge wieder funktionieren. Alter. Checkpoint. Puh, durchatmen. Da war nämlich wieder dieses nette Knistern im Ohr. Mr. Bishop, wissen Sie, warum man Sie als Geisel genommen hat? Wir haben nach Harlan Wayne gefragt. Seine Tochter Alice und ich sind in derselben Arbeitsgruppe. Was für eine Arbeitsgruppe? Wir arbeiten an einer Studie über den oberen Distrikt in den letzten 25 Jahren. Warum hat uns keiner gesagt? Wo ist seine Tochter jetzt? Im Büro ist im Verwaltungsgebäude. Das war nicht geplant.
Ach Mann. Da eigentlich überall Knarren im Büro. Ich hab keine Ahnung. Was ist daran für ein Büro? Ich will da arbeiten. Ja, auf jeden. Vor allem Medikits überall. Hab so. Spaß daran. Benutzt nicht die Tür. Nö. Ich liebe Zerstörung. Aha. Oh. Hey, warum habe ich doch Gegner gekillt? Ja. Stimmt, aber schon länger her, ne? Achso, das ist die. Sonst nichts hier. Alles klar, dann hören wir uns das mal an. Eine neue Nachricht. Guck mal rechts daneben. Zeitungsartikel über Auburn aus den letzten 25 Jahren. Die körperlichen Symptome, die die alte Frau uns schilderte, werden da verdächtig oft erwähnt. Anscheinend verspürten viele Leute Unbehagen oder Übelkeit, wenn sie eine Zeit lang dort lebten. Aber falls es eine chemische oder radiologische Verunreinigung ist, warum hat die Stadt dann nichts im Boden oder im Grundwasser gefunden? Das ergibt alles keinen Sinn. Naja, wir hören bald voneinander. Ende der Nachrichten. Ich hab nur leider das Gefühl, sie wird nicht zurückrufen. Ist echt so was mit den ganzen Angestellten hier eigentlich? Eigentlich eine berechtigte Frage, oder? Evakuiert oder umgebracht? Entweder oder. Könnte das ganze Blut bedeuten. Ja, so ein Glück mag ich am liebsten. Also. Es ist ja wohl mehr als offensichtlich, dass nur ein Fahrstuhl gerade zu betreten ist und der andere voller Blut, oder? Da musst du rein. In den blutigen? Ja. Ja, Blutbad! Ich habe heute noch nicht geduscht. Hey! Die haben wir doch, oder? Ja. So, hören wir uns das vorher an. Security-Teams, um diesen Ort abzuriegeln. Ich rufe zurück, wenn ich genauer weiß, was hier läuft. Ende der Nachrichten. Alles klar. Marshall Dizzle. Darf ich zurückrufen? Ich weiß, wer Sie sind. Was will sie? Hallo, Alma. Was da bei ihr heute? Ich muss daraus. Meine Taschenlampe funktioniert nicht. Es ist Panzerglas. Scheiße. Also wie alleine wie Psycho sie da steht, ey. Wenn du rausgehst, ist sie bestimmt weg. Oder prozentig. Oh. Gefunden. Wir werden gut auf ihn aufpassen. Und. Och Mann! Ich dachte auch. Darf ich den Blutigen nehmen? Nein. Der ist auch der Betrieb. Oh, Feueralarm immer noch. Oh. Bitte nicht. Hier so, ne? Knack. Hallo. Ah! Oh. Oh nein, nicht schon wieder sowas. Letters, ich bin hier fast fertig. Irgendwelche Theorien? Ich muss ein bisschen im Labor arbeiten. Okay, gehen Sie aufs Dach zurück und warten Sie da. Es könnte etwas dauern, bis ich Sie da abholen lassen kann. Verstanden. Daran kann ich mich noch erinnern. Da kennst du dich noch dran erinnern? Da saßen wir 20 Minuten hier in diesem Raum fest. Ja. Und wussten nicht, wie wir hier rauskommen. War das hier? Nee. Nee. Ja, weiter durchkommen. Ich musste auf jeden Fall irgendwie hier hoch. Ach, da hinten. Hopp. Hopp. So. Hopp. So.
Jetzt auch noch balancieren hier, Alter. Was verlangt ihr von mir? Ich weiß es nicht. Guck mal, ich schwebe. Ich schwebe. So. Lüftungsschächte. Ich mag die ja, ne? Oh nö. Weißt du, was da kommt jetzt? Wo genau da hin? Ich glaube, ich habe die Mitarbeiter gefunden. Meine Frage hat sich soeben beantwortet. Ach, guck mal, da ist unser... Da sollten wir eigentlich raus. Und da unten sind wir rausgegangen. Unser Fahrstuhl wurde blockiert von den Leichen. Alter, wie viele? Da waren wir nicht, oder? Ja, aber ich dachte, vielleicht hier ist hinter noch was. Aber wer schmeißt bitte einfach so Leichen einfach so einen Schacht runter? Alma! Facebook! Alma die Allmächtige, ja. Facebook! Die Daten werden hochgeladen. Danke. Tja, das ich meine, bitte. Dass Perso als telepathisch begabte Kommandanten für die Arbeit mit Klonsoldaten ausbilden sollte. Aber offenbar war Paxton Vettel der einzige Commander in diesem Programm. Seltsam ist, dass sie ihn als zweiten Prototyp bezeichnen. Aha. Jane ist der Pussy, hat er dazu gegeben. Alter, ich will nicht. Ich glaube, ich habe nicht das auch, sondern mich selber. Das hatten wir eigentlich auch vor, so eine Kamera aufstellen, aber Frischluft hier mal reinbringen. Bei Timo habe ich noch 4-2. Das ist deins oder was? Ja, rette dich, du bist witzig. Lieber das da. Als das da, ne? Ich mag nicht an Dächern rumklettern. What du Rabe. Oh nö, Unheilbringer. So, bin drin. Oh, Medikits sind wieder voll. Ein Traum. Oh, wir haben 10 Stück. Oh toll. Merk mal, Medikit. Oh! Ich habe ihn von hinten schon gesehen. Alter, duck dich nicht, du Drecksack. Guck mal, die verschwinden bei mir immer. Mann! Oh, fuck. So. Ich glaube, das waren sie. Nö. Ja, nee, für die 5, 10 nicht. Wer weiß, was hier noch kommt. Da laufe ich lieber ein Stück. Ein Stück zurück. Ich will nicht getroffen werden von sowas. Oh, Granaten. Und eine Rüstung. Gaben die Rüstung nicht am Anfang auch 100? Schalt mal wieder um auf Granaten. Oh, stimmt. 4? Ja. 5 sind Minen, 4 ist Granate. Damit du es auch weißt. Mies gegeben. Alter! Oh, I'm gonna go through all this pain. So, jetzt psst. Du, mein Freund! Yes, I will die for you, baby! But you want to do the same? No! Also, ich lach, wenn das Video wegen der GEMA gesperrt ist. Ja, für euer richtig schlechtes Cover. Hey, war nicht so persönlich. Superstar. Aua, ich wurde schon bestraft dafür. Meine Fresse, fall um und schlaf. Schon spät. Ja, ne Mucke. Na, wo seid ihr? Ach, da. Denkt da so einen auf mit einer Hand um die Ecke schießen? Hast gesehen?
Wow, aua! Heilen, 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 heilen. Okay. Och nö. Ich glaube, ich habe ihn irgendwas gebrochen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es. Vielleicht wolltest du ja auch so einen kleinen Finger einrennen. Ja. so. Einmal Waffe tauschen, bitte. Danke. Ich weiß, ich will Munition haben. Oh, das wäre geil, wird die auch nochmal erschienen. Ich glaube, da gibt's sogar eine Szene von. Oh, Rettung! Nimm mich mit! Ich soll doch jetzt. Ey, ich soll auf dem Dach und nicht runter! Ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Und ich muss hier auch nicht sein. Juhu! ja. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, seht ihr bei Let's Play Fear in der nächsten Folge mit KKB. Tschüss!